Bundesweit haben mittlerweile fast 470.000 Deutsche den kleinen Waffenschein. 2016 ist die Zahl extrem angestiegen. Etwa ein Viertel der Deutschen fühlt sich hier nicht mehr sicher. Ist die Angst gerechtfertigt? Kriminalität ist gesunken, Gewaltkriminalität ist gesunken. Kriminalität von jungen Menschen ist prinzipiell zurückgegangen, auch wenn man den Bevölkerungsanteil berücksichtigt. All das sind positive Entwicklungen. Von einer Bewaffnung allerdings raten wir ab. Und wir raten auch davon ab, zu glauben, man müsse das Recht selbst in die Hand nehmen. Und wir glauben auch nicht, dass das erforderlich ist. Die Polizei in Deutschland kennt die Verantwortung, die sie hat. Wenn Angst besonders groß wird, dann kann sie unser Gehirn als Geisel nehmen. Das heißt, vernünftige Überlegungen können hinten angestellt werden. Und im Moment ist genau das passiert. Und wir müssen, glaube ich, lernen, dass wir mehr wieder die Vernunft und über die Emotionen siegen lassen.